gläserne Stadt. Er läuft durch die gläserne Stadt, durch lange, gerade Straßen hindurch, an hellen Fassaden vorbei. Er sieht durch die Mauern, die leuchtenden Kanten bildender Quader, Kuben, Säulen. Ein räumliches Netz, Punkt für Punkt, Linie für Linie, über dem vorgegebenen Areal aufgebaut. Downtown. Er kennt jedes Gebäude, jeden Winkel. Er kennt die Hafenanlagen und Brücken, kennt das Stützwerk der Hochbahn. Er hat alles selbst aufgebaut. Nein, nachgebaut. Auch das ist nicht richtig. Was sich hier weithin erstreckt, schwerelos in die Höhe reckt, das alles wurde zwar nach einem Vorbild geschaffen, aber es hat vorher nicht existiert. Er hat es neu aufgebaut. Er kennt sich hier aus, hier. Er kann durch Mauern, Stützen und Dächer hindurchsehen. Er kann durch die Wände gehen. Warum läuft er die Straßen entlang? Er wendet sich nach rechts, quert eine Mauer, geht über den Fluss. Kaum glaublich. Eine immaterielle Welt, Konstrukt aus Licht und Geometrie und doch alles andere als Fantasie, Wirklichkeit, eine andere Art von Wirklichkeit. Hier gelten keine Naturgesetze. Es ist nur die Macht der Gewohnheit, dass er sich über den Boden bewegt. Er muss die gewonnene Freiheit erst nutzen lernen. Er steigt empor, ein Geschoss des Wolkenkratzers nach dem anderen steigt über das flache Dach hinaus, die Stadt von oben. Schräge Linien, genau auf den Punkt gerichtet, der unter ihm liegt. Je höher er steigt, umso näher laufen sie zusammen. In einem verwegenen Bogen umkreist er die Stadt, geht langsam tiefer, durchsetzt Gebäude. Das Raumnetz stützt sich über ihn, das Linienwerk verzerrt sich mit atemberaubender Schnelligkeit. Glühende, elastische Drähte, magnetisch abgestoßen, sodass sie vor ihm zurückweichen, die Maschen freimachen, die sich vor ihm öffnen, hinter ihm schließen. Es ist ein Vergnügen, die gläserne Stadt zu besichtigen. Nicht nur ein Vergnügen, eine Lust, eine Wonne. Es ist überhaupt nötig, noch weiteres hinzuzufügen, der Ungebundenheit Schranken aufzuerlegen, die Freiheit durch Regeln einzuschränken. Besser wäre es, die Stadt zu vergrößern, nicht nur in der Weite, auch ins Detail. Er verkleinert den Sichtwinkel, sieht nun das fragile Gebilde aus Licht und Farbe hoch über ihn sich hinaufragen. Er hat recht gehabt, hier fehlt es noch an Struktur. Die Geraden zu glatt, die Kurven zu rund, die Wände nichts als leere Umrisse. Kein Problem, sie mit Details zu füllen. Muster, Texturen, Ornamente, alles kein Problem. Es ist seinem Willen überlassen, seiner Fantasie. Hier vielleicht ein körniger Überzug, eine leichte, das Licht unregelmäßig flektierende Rauigkeit. Dort vielleicht ein Relief, Spiel von Licht und Schatten, Mäander, kompliziert verschachtelt. Es wäre die Zeit wert, sich liebevoll dieser Strukturen anzunehmen, sie einzupassen als Teil ins Ganze. Wie weit bist du? Wie lange brauchst du noch? Joe Buschmann hat schon mehrere Male gefragt, ehe er sie hört. Hey, du träumst wohl. Wie weit bist du? Hast du den Termin vergessen? Heute Abend soll das Programm fertig sein. Larry braucht einige Zeit, um zu verstehen, was hat Joe schon wieder? Warum stört er ihn? Er fühlt sich ein wenig benommen, muss sich erst besinnen. Wo befindet er sich? Ah ja, Systemberatung, Softwaredienst. Das verrückte Spiel mit den Programmen, das süchtig macht. So sag schon, wie weit bist du? Joe setzt sich neben Larry, sucht nach Aufzeichnungen, Plänen. Es gibt keine Pläne. Larry braucht keine Notizen mehr. Das Programmpaket ist fertig.
Besser gesagt, der Schauplatz steht bereit. Das andere, der Bewegungsmodus, die Konfliktsituation, die Verhaltensstrategie, alles Routine, mühelos übertragbar. Joe wird ungeduldig. Jetzt möchte ich sehen, wie weit du bist. Wir probieren es noch einmal durch. Wenn einige Details fehlen, so macht es mir nichts aus. Ich nehme 0, du nimmst 1. Fangen wir an. Wieder die Wanderung durch die Stadt. Nein, diesmal keine Wanderung, eher eine Flucht, Störung des Gleichmaßes, Beeinträchtigung der Freiheit. Aber so wollen sie es ja. Auseinandersetzungen, Konflikte, überall gehetzt, gejagt, immer ist einer hinter dir her. Durch die Häuserwände hindurch sieht Larry den Widersacher. Er ist noch weit, hat Mühe, sich im Labyrinth zurechtzufinden. Aber er kommt näher. Unwillkürlich zieht sich Larry zurück. Die Bewegung mühelos, Nachdenken überflüssig. Er hat das Konzept der Stadt im Kopf. Eine Freude, wie leicht das alles geht. Er beginnt Spaß an der Situation zu gewinnen. Dort hinten, irgendwo hinten, zwischen den weißen, blauen und grünen Linien, tappt der andere, stößt hier und dort in Sackgassen hinein, verläuft sich. Die Maus im Experimentierkasten. Larry nähert sich ihm. Er weiß, dass er gesehen wird und er will, dass er gesehen wird. Die Anstrengungen des Gegenspielers werden heftiger. Er kommt ein Stück näher heran, doch wieder entweicht ihm Larry geschmeidig, zielbewusst. Er setzt das Spiel fort, wird übermütig. Allmählich wechseln die Positionen. Nicht er ist der Gejagte, er wird zum Jäger. Er ist es, der die Geschehnisse in der Hand hält. Er ist es, von dem der Verlauf abhängt. Der andere wird nervös, versucht auszubrechen. Dorthin, dahin. Larry besinnt sich auf das Arsenal, das bereit liegt. Die Topomobile, die Lichtwerfer. Er schwingt sich hinauf, pfeilt durch die gezackte Linie. Keiner Verzögerung an den Ecken. Die Gesetze der Mechanik gelten nicht. Er betätigt den Treser. Sein Fahrzeug zieht einen roten Faden hinter sich her. Schon dreimal hat er die Position seines Weges umkreist. Immer enger zieht sich der Linienstrang zusammen. Insekt im Spinnennetz. Jetzt hat auch Joe bemerkt, welche Mittel ihm zur Verfügung stehen. Er aktiviert ein Topomobil, schießt los. Es ist zu spät. Kein Ausweg mehr. Das Fahrzeug hat sich im Netz verfangen. Glüht orange-gelb auf. Joe sinkt im Stuhl zurück, wischt sich den Schweiß von der Stirn. Beide schweigen. Über den Bildschirm gebreitet, die gläserne Stadt, nun wieder ruhig, bewegungslos. Das ist gut, Larry, sagt Joe, wirklich gut. Er ist noch etwas atemlos. Und doch, irgendetwas stört mich. Leise fügt er hinzu, als spreche er zu sich selbst. Ich weiß nicht was. Er steht abrupt auf, geht einige Schritte zur Tür. Ach ja, fügt er hinzu, fast hätte ich es vergessen. Dein Job hier ist beendet. Das soll ich dir sagen. Anweisung vom Chef. Tut mir leid, Joe. Rasch geht er zur Tür, tritt hinaus. Es ist nicht sicher, ob ihn Larry verstanden hat. Der sitzt wieder vor dem Bildschirm. Seine Hände liegen auf den Tasten. Die gläserne Stadt. Eine Welt ganz anders als jene, in der er sich sonst befindet. Eine Welt, in der er bestimmt, was ist und was nicht. Er lässt sie entstehen und er kann sie verschwinden lassen. Einfach so. Jetzt wird er sich bewusst, was er denkt. Er kann sie verschwinden lassen. Der Gedanke ist verführerisch. Durch einen Tastendruck eliminiert er das Strategieprogramm, löscht das Arsenal der Fahrzeuge und Waffen. Es ist die Stadt wieder rein, unberührbar, entrückt. Allein die Vorstellung, sie für die gedankenlose Masse zu öffnen, die nichts anderes kennt als ihre Aggressivität, die nichts von der Schönheit merkt, die sie umgibt. Ein letztes Mal geht er durch die gläserne Stadt. Er erhöht den Kontrast, das Linienwerk erstrahlt von innen heraus in unwirklichem Glanz. Eine Ansicht,
schöner als die andere, der Blick in die Höhe, die Peripherie. Er tippt drei Zeilen ein. Er tippt sie ein, während er sich noch im Inneren befindet, in dieser Umgebung, die seine eigene Welt ist. Irgendjemand draußen tippt die Zeilen ein. Zugleich aber, in dem Moment, als die Verbindung gelöst wird, befindet sich der andere noch drinnen, der andere, der er selbst ist. Er wandert durch die gläserne Stadt, die Straßen entlang, über Treppen, über Brücken. Er geht durch Mauern hindurch, steigt schwerelos empor. Er braucht nie mehr zurückzukehren.